So, da bin ich wieder bei Grotesque Tactics. Ah, es hat eine neue Quest gegeben, die wir zuerst erfüllen müssen. Ach Das ja. hat seine halbgöttliche Wenigkeit befürchtet. Lasst uns noch einmal mehr nach Riverwind gehen. Sind alle geheilt und ausgerüstet? Denk schon. Wer nicht, hat Pech. Seine halbgöttliche Wenigkeit hofft, wir kommen nicht zu spät. Riverwind hat sich noch immer nicht groß verändert. Es ist so schön hier in Riverwind. Ja, das wissen wir. Kommt schnell, ihr müsst euch beeilen. Wir können hier nicht lange die Stellung halten. Ihr habt es gehört. Bewegen wir uns. Mal gucken, was hat sich verändert? Wahrscheinlich nix. So wie ich das Spiel langsam kenne. Gut. Oh, Schokochecks, immer noch. Verletzte Ritter, die immer noch verzweifelt versuchen zu sterben, zu kämpfen. Da seid ihr ja. Uns wurde gesagt, dass wir die Brücke halten müssen, damit die Dark Church nicht noch einmal einen Angriff auf Station Wish ausführen kann. Ich befürchte, der Angriff wird jeden Moment erfolgen. Wir hatten einfach zu wenig Männer und brauchen eure Hilfe. Seid ihr bei Cynthia gewesen? Die sieht aber immer noch ziemlich verletzt aus. Sie sind bereit, lasst uns gemeinsam die Brücke verteidigen. Ja, Cynthia hatte mich später geheilt. Sie hatte mir ein Sonderangebot gemacht, als ich ihr vom Geheimnis eines versteckten Schatzes erzählt habe. Ich musste 100 Gold zahlen. Und ihr? Für nur eine Person? Bei Torus, da mussten wir deutlich weniger zahlen. Dieses verdammte Miststück hat mich reingelegt. Ihr seht aber immer noch ziemlich verletzt aus. Dummerweise bin ich danach im Kampf gegen schreckliche Hasen erneut verletzt worden. Aha. So bereit, lasst uns gemeinsam die Brücke verteidigen. Die Heilerin wird zur Stelle sein. Jo, wir werden sie niedermetzeln, Mann. Das ist wie die Legende der 300. Für Glory. Der 300, ja. Legende der 300? Gab's einen Film damals schon? Nicht die actionreiche Legende der 300 Goblins, die gegen tausende Orks gekämpft haben. Die actionreiche. Tausende Orks? West, Bruder, Goblins neigen dazu, hin und wieder zu lügen. Zu lügen? Okay. Ist die Legende der 300 Goblins etwa nicht wahr? West, keine Zeit mehr haben's. Da kommen sie. Oh. Lass sie nur kommen. Wir werden sie aufhalten. So wie wir gerade stehen, an nicht. Meine magischen Kräfte. Ihr sind sie sehr nützlich. Ja, so, dass du wieder umfällst. Der halbgöttliche Tank wird euch schützen. Der halbgöttliche Tank. Ein neuer Feind. Der Drake kann bis hierhin marschieren, das soll er das auch mal. West kann ihn noch aus der zweiten Reihe angreifen. Mandy hierhin. Ah, ich muss aber in die zweite Reihe eigentlich in Chilina stecken. Und West schon. Wie mache ich das mit Solitär? Da ist zu wenig Platz auf dieser Brücke für uns Gruppe. Für uns beide. Jetzt muss ich euch hier rausbringen. Nein. Nein, das war kein Stimmfenster. Ich schon erwähnt, dass ich noch nie geraucht habe. Oh, verdammt. Na gut. Die Ritter da vorne werden eh nicht lange leben. Das kennt er ja schon. Ja, Rukel teleportiert sich dann eh weg, wenn er noch ein, zwei Treffer abkriegt. Insofern ist es eh egal. Da muss aber auf jeden Fall Angelina hin. West darf halt wieder nicht mitkämpfen. Tut mir leid. Mist, die kommt nicht bis dahin. Und Soli, naja. Wenn die mitkämpft, fällt sie eh gleich wieder um. Das ist ziemlich nervig. Oh, lustiger Bug, wir haben immer noch 56 Leben, schon 53. Mist! Was ist denn da los? Ach, schon wieder Barbaren? Schwarzer Ritter? Moment mal, kommt jetzt endlich der Witz?
Ich fürchte ja fast schon, wenn ich mir den Ritter so anschaue, der hat eine Sonnenbrille. Warum zur Hölle hat der Ritter eine Sonnenbrille? Nee, hat er nicht, sah nur so aus. Gut. Ja, die stellen sich halt auch auf. Gut, dass man sie vergiften kann, gut, dass man sie mit der dreifachen Pfeil zerlegen kann, gut, dass sie mit nicht lange leben. So kann ich Drake noch ein bisschen weiter vorstellen. Sandy bleibt, Candy bleibt, Mandy. So. Glück bleibt. Pauli bleibt. Angelina geht hier hin. So, jetzt habe ich sie endlich vorne. Kann ich Soli die andere Richtung. Oh, und schon ist Drake an der Reihe. Hat ja aber lange gedauert heute. Ja, Soli braucht mal ein bisschen Erfahrungspunkte, sage ich jedes Mal und dann fällt sie jedes Mal um. Aber wenigstens erlegen sie erst die Wachen, bevor sie auf uns losgehen. Nun ja. Es wird ja auch nicht genug Platz auf dieser Brücke. Ich frage mich gerade, wer hier wen gleich angreifen wird. Oh, oh, 8 Schaden. Ja, die Barbaren richten mir ein bisschen zu viel Schaden an, deswegen erstmal Blink Kick. Okay, ist zu weit weg. Scheiße. Aber Mandy kann reinhauen. Und das ist sehr effektiv jetzt. Tung, tung, tung. Ah, Sandy kann den hier auch nicht angreifen. Ja. Aber kann dann. Candy steht weiter hinten. Das ist so. Kuke, ja. Kann auch nicht. Pauli auch nicht. Angelina muss noch nicht. Wird sich aber gleich ändern. Und damit ist die erste Linie weg. So, Rukel und Drake, jetzt geht's euch an den Kragen. Moment. Steht es da, wo die sich hinstellen würde? So wäre der Zauber natürlich am effektivsten, aber ich habe eine Idee. Scheiße, dann kommen natürlich die ganzen Barbaren gleich dran. Allerdings nicht den hier. Der ist blind, der trifft sie hoffentlich nicht. Bleiben nur noch die Scheiße Assassinen, die habe ich vergessen. Die kommen aber gar nicht dran jetzt. Nein, Soli braucht eine Rückzugsmöglichkeit. Ja, ich gehe strategisch vor. Ich will einfach nur diese Frau nicht schon wieder wiederbeleben müssen. Ah, gut, die prügeln sich gegeneinander. Läuft besser, als ich erwartet hatte. Bis zu diesem Zeitpunkt zumindest. Warum ist der jetzt weggelaufen? Verdammt! Wenn ich die jetzt hier hinstelle, dann kann ich die Assassinen hier angreifen und umbringen. Ja. Jetzt kommt der Holy dran. Nein, Candy. Und die kann, glaube ich, den hier jetzt langsam mal neutralisieren. Mist, jetzt kann so die sich nicht mehr zurückziehen. Ich hoffe, der bleibt jetzt eine Weile so. Nein! Nein! Nein!
vollkommen verklickt. Warum muss mir sowas immer in kritischen Momenten passieren? Ja, dann muss ich Angelina ja auch noch riskieren. Da schütze ich lieber sie hier. Buckel wird sowieso zwei Treffer abkriegen und sich dann verpissen. Wenn ich Glück habe schon beim ersten. Gut, jetzt vergiften wir die ganzen Chaoten hier mal. Das Ganze jetzt doch über diese eine Entfernung. Warum hat die sich sonst immer dann direkt dahingestellt? Also Katze. Okay, na gut, vielleicht am dritten Treffer. Oh, was für ein Glück. So. Der Papa da unten, dieser Verführte, macht mir ein bisschen Sorgen, dass der mir in den Rücken fallen könnte, aber nun gut, bis jetzt klappt es ganz gut. Warum greift er die Wachen an? Oh oh. Verflixt. Ich kann Ruckel nicht direkt helfen im Moment. Aber er kommt vorher dran, das heißt, ich kann ihn vielleicht zurückziehen. Ja, gut. Nachdenke. Immer drauf, Mandy, immer drauf. Dann ist der ja schon mal weg. Schwarze Ritter hat auch schon mal was abbekommen, gut. Ja. Kugel sofort zurückziehen, sonst lebt der da nicht mehr lange. Gut. Nein! Ah! Immer verklicke ich mich. Ich wirke mal auf ihn noch Steinhaut. Aber die Gegner und Giganten sind immun. Müsste ja von da aus funktionieren, oder? Drückt mir die Daumen. Nein! Ah! Gut, Soli stirbt wieder. Verdammt! Natürlich blöd jetzt. Was macht der schwarze Ritter da und was macht die Wache da? Warum funktioniert es mit dem Verführen nicht? Ich verstehe es nicht. Naja, Jack muss sich auf jeden Fall mal hier hinstellen, um ein bisschen von Soli abzulenken. Fällt denn der da noch raus? 20, 23. Gut, das sollte ja eine normale Attacke reichen. Wir kommen hier gut voran, das läuft schon. Das mit Soli ärgert mich gerade ein bisschen. Aber nur halb so schlimm. Rennt ihr natürlich dahin, aber da kann ich sie immer noch so halbwegs zurückziehen. Ja, Ruckel muss ich erstmal heilen. Der Holy Avatar im Lied uns dieses Gegners. Uhrzeit. Oh ja, gut. Den Kampf machen wir noch fertig. Soli heil. Ganz dringend.
So, ohne die Steinhaut hättest du es wahrscheinlich nicht überlebt. Warum gehen die auf die Wachen los? Ich verstehe es nicht. Wenigstens wohnen die noch mit 35. Was? Du darfst. Ich kann die halt auch nicht. Oh, steht in Woody da. Achso, okay. Oh, ja. Erstmal hier hin zurück. Nein! Na gut, die letzte Wache hat. Wow, sie haben mal was getötet. Ja, vor allem habe ich versagt. Seine halbgöttliche Wenigkeit hatte Hoffnung in euch gesetzt. Aber nun sehe ich, dass ihr dieser schwierigen Aufgabe nicht gewachsen seid. Das habe ich doch gleich gesagt. Verdammt, ich werde mich jetzt den Pilzen zum Fraß vorwerfen. Warum? Ich verstehe es nicht. Hä? Nein, ich habe zwischengespeichert. Hä? Gut. Die Wache tötet einen. Und ich habe versagt. Findet jemand den Fehler dahinter? Warte. Also jetzt langt's langsam. Das Einzige, was ich wirklich sagen, hoffentlich ist das Spiel bald rum. So, vergiften wir die erstmal. Gut. West, kümmere dich um den da. Ich werde hier bestimmt keinen mehr verführen. Abstrus. Ja, ich schau mal, ob ich den Kampf hier noch fertig kriege, aber ich fürchte nicht. Tut mir leid. Ich verstehe das gerade nicht. Gut, gut. Ja, richtig gelohnt, die zu vergiften. Candy kann den hier mal mittöten, das. Verdammt. Und die, dass ich da eigentlich auch noch was draufgelegt habe, ist auch schon weg, aber egal. Also die Verführungseffekte scheint verpackt zu sein. Äußerst ärgerlich. Riskieren wir es. Das war jetzt mal eine Reserve, um den hier zu beseitigen. Gut, das hat mehr als gereicht. Wer braucht Heilung? Eigentlich nur unser Onkel. Den kann sie noch nicht heilen. Gut, ich spreche aber trotzdem. Fernkämpfe haben sie nicht mehr. Gut. Steinhart drauf, weil er ja doch schon ein bisschen was abbekommen hat. Halt auch in der ersten Linie steht. Ich riskiere es. Gott sei Dank. Gut, er ist weg. Na gut, also den Kampf mache ich jetzt definitiv mal fertig. Hoppala!
Oh nein. Nein! Keine Kettenreaktion, bitte. Bist du dummer Ritter? So, wieder einer weniger. Ja, so langsam dezimieren sie sich ja. Naja, noch ein Hieb und der sollte weg sein. Mist, aber fast. Lieber kein Risiko ein. Und heilen lieber unseren wichtigeren Charakter. West, du darfst. 110 Erfahrung, die hat er gebraucht. Mon Dieu, alte Stil. Es wird auch kein bisschen wehtun. Die Obsession von der kann ziemlich nervig sein, ganz ehrlich. Waren, glaube ich, alle, wenn man den hier. Ach, der ist weg. Warum kommt die Obsession von Drake jetzt, wo der Kampf rum ist? Ich glaube, es ist vorbei. Verdammt, da sind noch mehr von ihnen. Nee. Für Glory. Nee. Gut, bis zum nächsten Mal. Ich speichere jetzt hier und dann bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, dass. Hehehehe